Und damit haben wir, wie gesagt, größtenteils die Illusion durchbracht und durchstanden. Ach, und hier ist es jetzt. Genau. Be a little man, only the small shall proceed. Also, sei ein kleiner Mann. Nur der Kleine soll, soll weiterkommen. Und da wir schon bewiesen haben, dass wir klein sind, können wir auch hier weiter. Du gehst mir dort unten gerade furchtbar auf die Nerven, deswegen stirb. Danke. So, und dort sehen wir schon ein paar Seelen runterfallen. Die werden gleich wiederkommen. Na, fallen nicht ganz so schnell wie früher. Okay, und das ist schon mal ein anderes Rätsel. Ich frage mich gerade, wo wir jetzt hin sollen. Wahrscheinlich nach unten, weil das, glaube ich, keine gute Idee ist. Achso, da kann ich noch entlang. Okay. So, kann ich das eigentlich auch so? Stimmt, das kann ich auch so durchwechseln. Ist eigentlich auch ganz praktisch. Mit dem Controller. Ja, dort können wir da runter. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich weiß, was dort auf mich lauert. Achso, ich kann da jetzt auch rein. Haha. Das Spiel hat mich mal wieder ausgetrickst. So. Nur wo können wir jetzt hier hin? Was können wir da jetzt machen? Oder war es einfach bloß auch wieder Verwirrung? Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass es hier irgendwas gab. Ich bin gerade bloß nicht sicher, was. Also vielleicht gab es hier dann auch einfach nichts. Kann genauso gut sein. So, wir gehen jetzt nochmal nach oben in der Hoffnung, dass wir da nicht abgekappt werden. Ja. Und damit haben wir, ich glaube, einen schnelleren Weg raus. Oder rein. Auf jeden Fall einen Weg in die tieferen Ruinen und in die tiefere Verwirrung. Das war gar nicht so gut. Unlock the key to the corridor that runs endlessly. Also, entschlüssele oder öffne den Schlüssel zum, zum Korridor. Das ist immer so blöd, wenn man das englische Wort theoretisch, aber das Deutsche ausspricht, aber es ist so. Also, öffne den Schlüssel zum Korridor, der endlos geht. Und damit können Sie natürlich bloß einen Korridor meinen, und zwar den Endless Corridor. Oder Corridor of Eternity heißt er, glaube ich, oder? Wie war es denn? Ich weiß es gerade gar nicht. So, dort, wenn wir dort hochgehen, kommen wir, glaube ich, wieder im ersten Raum raus. Ah, und hier sind wir in der Opfergrube, genau. Dort wollen wir auch rein, Fragezeichen. Nein, ich wollte speichern, ich... Das ist gerade ganz gefährlich, weil dort unten sollte ein Stachel sein. Ich muss mich jetzt gerade raus teleportieren, verdammt. Jetzt habe ich nicht mal die Abkürzung aktiviert, egal. Eigentlich nicht egal, weil jetzt muss ich alles normal machen. Naja. Ich muss jetzt so schlimme Sachen machen, also ich muss bloß nochmal durch. Alle Rätsel sind ja eigentlich gelöst. Und wie gesagt, die Verwirrung haben wir jetzt eigentlich in Anführungszeichen hinter uns. Wir haben sie bestanden. Jetzt geht's bloß noch weiter zu machen. Und die Frage ist, wo wir jetzt weitermachen. So. Ah, es war eigentlich toll gewesen, jetzt den Ding schon zu haben, die Abkürzung. Ich glaube, dass die deutlich angenehmer wäre. So müssen wir jetzt halt immer noch über den Graveyard. Ist auch nicht so mega schlimm, aber naja. So, nein, ihr erwischt mich nicht. Der wirklich nervige Part ist eigentlich dort oben bloß. Dieses komische Schweinchen hier. Das mal umzuhauen, da ganz langsam ranzugehen, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn der Ice Mage da noch rumfliegt. Kann es gefährlich sein. So, dort hoch bringt mir nichts. Ich muss das eine Rätsel erstmal auf jeden Fall aktivieren. Und wie gesagt, dort können wir dann auch oben entlang gehen. Oh, eine Münze, danke. Alle Münzen zählen gerade, weil ich brauche jetzt wieder 300. Also ich habe es ja noch nicht ausgegeben, aber ich weiß, wo es liegt. Weiß ich, wo es liegt? Achso, doch, das war dort unten, genau. Aber es ist halt verdammt teuer und ich will es mir eigentlich nicht kaufen, aber auch das könnte wieder die ROM sein, die ich brauche. Ah ja, doch, angreifen kann ich, stimmt. Ich könnte es eigentlich die ganze Zeit hochhalten.
schadet ja eigentlich nichts. Na toll, hat viel gebracht. Ich dachte, ich kann mich jetzt gegen die Schlange wehren. Leider nicht. Okay, hier brauche ich überall Feen. Die habe ich nur nicht. Ja, wie gesagt, das können wir einfach hier entlang. Ich hätte auch einfach laden können, aber jetzt habe ich sehr viel mehr Leben. Das ist dahingehend also sehr viel angenehmer. Ich frage mich gerade, ob ich das auch sehr viel später erst aktivieren könnte. Oh, jetzt komme ich hier raus. Die Frage ist, ob es mir was bringt. Huch. Ach so, funktioniert das. Okay. Ach, verdammt. Da steht mir was über den Cock of Souls. Komisch, dass wir das nicht, dass es da nicht doppelt dran steht. Naja. Huch. Wir kommen hier schon hin? Echt jetzt? Wie krass ist das denn? Ja, cool. So, damit haben wir theoretisch die Abkürzung geschaffen dort nach drüben. Das ist mega. Das hat man normalerweise so nicht geschafft. Das konnte man eigentlich erst von der anderen Seite machen. Zum Glück hatten wir auch schon das Z. Das Z ist ja... Nee, das Z ist bloß... Birth, genau. Ich dachte, das wäre früher auf jeden Fall live gewesen, wenn nicht sogar erst einen später. Na gut. He who reads the stone tablet. Are you a wise man or a fool? We must hope that you possess the wisdom of a wise man. Also, der diese Steintafel liest. Bist du ein Weiser oder bist du ein Dummkopf? Wir müssen hoffen, dass du die Weisheit eines weisen Mannes besitzt. Ja, und das haben wir ja schon bewiesen, dass wir das haben, weil wir die Illusion schon durchquert haben. Und jetzt kommen wir, genau, im Tower of Ruin raus. Hatte ich also doch recht, dass wir dort dann im Endeffekt rauskommen. Schön. So, und wenn wir das jetzt öffnen, sollte sich dort oben alles deaktivieren, genau. Achso, das versucht mich wieder zu zerstampfen, stimmt. Ich habe vergessen, dass es hier alles versucht im Tower of Ruin. So, wie kommen wir denn hier jetzt durch? Ach, guck mal. Das darf ich jetzt von der Seite aus zerstören. Ha, was war das denn? Huch. Wie komisch. Ah, ich kann es jetzt verschieben, hä? Oh nein, jetzt habe ich mich da eingesperrt. Was geht hier vor sich? Hier sind irgendwelche unsichtbaren Kräfte, hä? Da ist eine... Da in der Mitte ist irgendwas Unsichtbares, was sich... Was? Hä? Was zur Hölle geht hier vor sich? Wieso ist der Tower of Ruin kaputt? Was? Da stimmt irgendwas mit den Events ganz und gar nicht. Okay. Vielleicht. Vielleicht auch nicht okay. Was zum Teufel? Das Ding hier ist einfach komplett schief, glaube ich. Dieser Balken, der sich da durchgezogen hat. Ah, von der Seite kann ich es zerstören. Prima. Und damit kann ich die Karte öffnen. Wunderbar. Damit haben wir das schon mal erreicht. Aber wie merkwürdig war das denn? Hier, jetzt ist nicht mehr da. Ach, und schieben kann ich das jetzt auch nicht mehr. Wie komisch war das denn? Zumindest obtained Map. Jetzt haben wir auch die Map vom Tower of Ruin. Die Map vom Links fehlt uns ja, glaube ich, noch. Vom Gate of Illusion. Aber ich glaube, die bekommen wir dann mit einer der Feen. Ah, die Dings sammle ich mal ein, die Erfahrung. Die können wir gut gebrauchen. So, aber damit können wir hier eigentlich schon wieder gehen, weil mehr brauchen wir jetzt hier gerade eigentlich nicht. Das war jetzt bloß die Abkürzung von hier aus. Schön, damit haben wir das. Wir müssen jetzt hier bloß aufpassen, dass wir da nicht zerstampft werden und können auch schon wieder... Gehen. Ach, da unten. Jetzt. Weil dort oben das Symbol war, deswegen. Ist aber echt merkwürdig, weil eigentlich niemand hat das nicht von der anderen Seite aktiviert. Nur wie gesagt, ich glaube, das Siegel war erst sehr viel später zu aktivieren. Das war eigentlich erst das vierte Siegel, wenn ich mich richtig erinnere. Kann aber auch sein, dass ich jetzt einfach bloß irgendeinen Quatsch rede. So, dort durch. Und dann gibt es hier, glaube ich, nichts mehr. Nee. Ich glaube, wir müssen von dort oben und dann durchspringen.
Das können wir nochmal probieren. Wir können ja nochmal speichern, nachdem wir jetzt das aktiviert haben. Schön, es geht voran. Ich bin gerade so glücklich, dass wir hier jetzt ein bisschen Fortschritt machen. Nach diesen wirklichen paar Parts, wo wir eigentlich gar nichts erreicht haben. Was mir selber so ein bisschen wehgetan hat, dass wir die ganze Zeit bloß rumgelaufen sind. Weil, klar, es ist La Mulana. Klar, ich kenn's in vielen Stellen auch nicht, weil es halt das Remake ist. Aber es macht einen halt selber irgendwann immer ein bisschen traurig. Aber bloß zu sehen, dass man jetzt 3-4 Parts hat, in denen einfach gar nichts passiert. Wie gesagt, das gehört dazu zu einem nicht-linearen Jump'n'Run, auf jeden Fall. Nur, ja, es macht mich dann halt auch selber immer so ein bisschen traurig, einfach gar nichts zu erreichen. So, jetzt sind wir wieder hier. Wie gesagt, die Abkürzung könnten wir theoretisch auch aktivieren. Nur, das lassen wir vorerst vielleicht auch mal, sondern versuchen jetzt erstmal das Rätsel dort unten zu lösen. Vielleicht bringt es uns ja noch irgendwas. Ich weiß gerade nicht mehr, was das aktiviert hat. Das war ein schöner Sprung. Kann ich hier irgendwas? Oh ja, kann ich. Meryl Despicting a Face. Achso, das ist bloß das Gesicht. Ich dachte, die beiden Typen da vorne. Kann man da irgendwas mit dem Shuriken aktivieren? Nein. Okay. Was hast du zu sagen? Gar nichts. Hoffen wir mal, dass wir dort durchspringen können. Nein. Okay, die Wand darf ich aber nicht anhauen. Wusste ich ja nicht. Entschuldigung. Wie ist man dann dorthin gekommen? Dort oben. Waren die Stacheln fake? Oder konnte man durch die Stacheln durchlaufen, wenn man, weil dort hinten oben gab es ja auch nichts. Das haben wir gerade auch probiert. Aber eventuell kann man doch durch... Man kann doch durch Stacheln durchlaufen, wenn man... Also nicht reinspringt, sondern wirklich durchläuft gerade. Ich bin so doof, ganz ehrlich. Ah, das war jetzt richtig unklug. Schau mal, aber das kann auch sein, dass es erst für sehr viel später gedacht war, das Rätsel. Halt! Nicht schon wieder denselben Fehler. Da schauen wir jetzt gleich mal. Ja, kann man. Okay. Das sollte dann nämlich passen. Halt, reicht das? Ja, wunderbar. Das sollte dann nämlich passen, wenn wir dort hinten landen. Und jetzt hier durchlaufen. Genau, prima. Ah, jetzt sind die Stacheln weg. Ich glaube, es war nicht unbedingt nötig, aber es ist auf jeden Fall angenehmer, das so zu haben. Und deswegen, au, tschüss Schlange. Das ist natürlich auch praktisch, so den Geheimgang zu sehen, wenn man einfach die Schlange dort runterschubst. So, jetzt haben wir das so aktiviert. Sehr schön, wir kommen voran. Oh, wunderbar. Aber wie gesagt, bringen tut es uns jetzt, glaube ich, im Moment noch gar nichts. Ich brauche jetzt eigentlich gerade eher ein bisschen Erfahrung. Weil ich mich da auch kurz heilen kann, weil ich glaube, ich weiß, was jetzt auf uns wartet. Es kann eigentlich bloß eine Sache sein. Oh, ich bin noch an die Leiter gekommen. Wunderbar. Nein, 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 nein. Okay. Das war mies. Können wir jetzt dort durch? Nee, aber wir sollten es, glaube ich, später öffnen können, dass wir uns hier eine Abkürzung schaffen. Ich glaube, das war der ganze Sinn dahinter. So, jetzt gehen wir hier durch, damit wir da die Abkürzung schaffen können. Können dann theoretisch nochmal uns kurz heilen und dann können wir dort weiter. Jetzt sind wir nämlich im Gate of Guidance. Dort haben wir ganz am Anfang schon mal gesehen, dass es hier einen Zugang gibt. Den konnten wir aber leider nicht aktivieren. Oh, I made it this far, despite being dead. I deserve a pat on the back. Okay, ich habe es soweit geschafft. Abgesehen, hieß despite abgesehen von dem, abgesehen davon, dass ich tot bin, heißt es, glaube ich. Ich habe mir einen Schulterklopfer verdient. Oder, ja, eigentlich ein Klopfen auf den Rücken, aber im Deutschen wird es wohl Schulterklopfen heißen. Und das hast du, weil auf jeden Fall hat er ja die Gate of Confusion überlebt. Und das hat nicht jeder geschafft. So, wo ist denn der Knopf hier? Für die Leiter? Hallo? Irgendwie fehlt hier mir gerade noch irgendwie so ein bisschen was. Ach du, da, guck mal. Irgendwie komplett übersehen. Das hat jetzt erstmal die Stacheln dort unten zugemacht. Und hat die Leiter hier aktiviert. Sehr schön. Auch schön, dass man die Leiter noch mitten im Aufbauen runterkrabbeln kann. Oh, 10 Shurikens, cool.
So, und jetzt können wir das natürlich aktivieren, weil wir jetzt die Falle deaktiviert haben. Und dort finden wir... Oh! Yagoo Map Street. Eine Erweiterung für unseren Map. Für unsere Karte. Yagoo Map Street. An advanced version of the Yagoo Map Software. Featuring greater details on the map. Prima. Damit können wir jetzt sehen, wo Ausgänge, Gralpunkte, Shops und sowas weiter sind. Und Bosse. Ist das der Boss? Aber dann fehlt noch was. Da muss es theoretisch noch ein drittes Upgrade geben. Den Gralpunkt sieht man. Und das sollte eigentlich der Boss sein, oder nicht? Wir müssen eh noch Leben auffüllen, deswegen... Oh! Okay, Xelpodot wieder. Was? Software these days is amazing. It's me. Among the existing software, some of them show off special functions when loaded at the same time. Some software combinations might emit a wavelength. Wavelength? That triggers something in these ruins, boosting your powers or strength. Kind of amazing, huh? Also, er sagt uns einfach auch nochmal, dass gewisse Softwarekombinationen, vor allem jetzt natürlich offensichtlich die beiden Kartensoftwares, dass die sich kombinieren lassen und dann andere Effekte bewirken. Was ziemlich cool ist. So. Ah, es zeigt also nicht den Boss an. Es zeigt nämlich, die... Oh nein, das war so blöd. Ach, verdammt, wie weit sind wir jetzt? Wie weit sind wir jetzt zurück, so muss man sagen. Wir haben die Stacheln noch nicht deaktiviert, nicht wahr? Zweimal in die Stacheln gehüpft, das war ja so blöd. Ja, wir sollten wie gesagt bloß die Stacheln deaktivieren müssen. Der Rest sollte Geschichte sein. Ja, okay. Das ging ja fix. Zack. Hier runter. Jetzt können wir dort runter und dort wieder raus. Ah, verdammt. Habe ich mich gerade noch so gefreut, dass wir alles geschafft haben. Und dann mache ich so einen Blödsinn. So, aber jetzt haben wir auch schon längst nicht so viel Leben verloren. Level Up wäre mir trotzdem lieber. Die Fledermäuse geben mir eigentlich so gut Level. Und so gut Erfahrung. Was man muss halt erwischen, das ist das Schwierige dran. So, jetzt aktivieren wir aber auf das auf jeden Fall nochmal. Und dann müssen wir mal schauen. Ich wollte bloß gucken, was es darstellt, dieser eine Punkt, aber es stellt nicht den Boss dar. Dann... Ja, das wird für später auf jeden Fall noch wichtig. Schauen wir mal. So, zack. Dann holen wir uns, wie gesagt, das Kartenupdate nochmal, holen uns die 10 Shurikens. Kann auch nicht schaden. Das sind auf jeden Fall 10 Münzen, die wir uns sparen. Oh, das haben wir auch nicht gelesen. Shiyu, the demon who attained the power of eternity. Doch, by absorbing the life force of innocent maidens. Woe unto those that fall into the sacrificial abyss. Haben wir das schon mal gelesen? Ich glaube schon. Aber so in der Richtung. Ich weiß bloß nicht, was Woe heißt. Also Chiyu, der Dämon, der die Macht der Unendlichkeit bekommen hat, durch das Absorbieren der Lebensenergie von unschuldigen... ich glaube, damals habe ich es mit Jungfrauen übersetzt und ich würde jetzt immer so gehen, oder Frauen halt allgemein. Oh, unto those that fall into the sacrificial abyss. Weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Irgendwas soll ich mit denen tun, die in diesen... diesen Opferabgrund fallen. Ah, so, dich aktivieren wir nochmal. Wie gesagt, war natürlich blöd, da dann zu sterben. Haben wir hier eigentlich irgendwas? Ich scanne einfach mal immer wieder rum, aber es scheint echt nichts so Interessantes zu sein. So, da. Ja, okay.